Ja, hallo, ich grüße euch. Ja, ich möchte heute, für mich ist es ganz früh am Morgen um 4:30 Uhr. Ich möchte heute nochmal einen Kaffee vorstellen. Und zwar einen Kaffee, den ich bisher im Handel so nie gesehen habe, auch bei Roast Market nie gesehen habe. Eine scheinbar sehr kleine Rösterei aus der Nähe von Köln. Ich will Ihnen mal zeigen, das ist der Joliente. Das ist ein Espresso. Ja, kommt aus, ja, wo haben wir die Brille? kommt aus Rieste. Ja, muss irgendwo in der Nähe von Köln sein. So, ja, Brasilien, Indien, Mexiko, da kommt er her, ein Mischkaffee. Soll schmecken nach Zartbitterschokolade, Nougat und Tropenholz, ist eine Mischung aus Arabica und Robusta. Ja, so sieht er aus. Ja, etwas spielerisch, die Verpackung. Doch den in großen und kleinen Verpackungen angeboten. Wo habe ich den her? Von einem Online-Händler. Das ist eigentlich ein Tabakhändler. Er nennt sich Tabakkönig oder 1A Tabak, verkauft also bei eBay und bei Amazon, hat aber auch einen eigenen Online-Shop, Tabakbörse24, das ist der Günther Häse aus Lübeck. So, ich will mal kurz das Bohnenbild zeigen von diesem Kaffee. Das ist tadellos. Ja, für einen Espresso ist er eigentlich relativ hell. Ja. Hat aber ein tadelloses Bohnenbild. Die Bohnen glänzen auch nicht, die sind matt. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass ihr keinen Industriekaffee gekauft habt. Weil, warum sind die Bohnen glänzend? Bei Industriekaffee, die werden mit Wasser bestäubt, dann werden die glänzend. Und dazu Wasser tun die drauf, damit der Kaffee schwerer wird und damit mehr Geld verdient wird, weil der Kaffee ja nach Gramm, also nach Gewicht, berechnet wird. Ja. Das machen gute Hersteller nicht. Da ist der Kaffee trockener, da wird kein Wasser beigetan. Ich weiß, ich glaube 20% Wasser sind, glaube ich, erlaubt oder irgendwo sowas in der Art. Und die großen Hersteller, also was weiß ich, Jacobs, Schiebo und Konsorten, die nutzen das auch aus und machen so viel Wasser rein, wie eben halt erlaubt ist. Und dann glänzen die Bohnen wie Speckschwarten, als wären die poliert. Natürlich auch aus optischen Gründen, weil viele sagen, naja, wenn die so glänzen, sehen die schicker aus. Naja, okay. Das ist aber trotzdem eigentlich eher, ja, kein Qualitätsmerkmal, sondern eben das Gegenteil davon. Ja, aber so ist es halt. So ist es beim Obst ja auch. Die Tomaten, die glänzen und immer schön toll aussehen, schmecken meistens nur nach Wasser. Während die richtig leckeren Tomaten, die sehen meistens nicht so schön aus. Ja, das ist nun mal so. Ja, was ist jetzt von diesem Joliente zu halten? Für einen Espresso muss ich offen gestehen, ist dieser Kaffee meines Erachtens sehr mild. Ja, schokoladig auf jeden Fall. Tropenholz weiß ich nicht, kann ich nicht rausschmecken. Zartbitterschokolade in jedem Fall. Sehr kakaoig schmeckt dieser Kaffee, ja. Nougat, ja, kann man schmecken. Ist sehr, sehr lecker, sehr, sehr ein milder Kaffee. Jetzt wird hier ja gesagt, 4 von 5 Bohnen an Stärke. Ja, finde ich etwas irritierend, weil in Wahrheit ist der Kaffee sehr mild. Ich würde eher sagen, 2 von 5, ja, meiner Meinung nach. Also, das ist manchmal seltsam, wie die auf diese Einschätzungen kommen, ja. Man muss natürlich immer gucken, womit vergleiche ich das, ja. Wenn die das nur im eigenen Haus mit Kaffee vergleichen, weiß ich nicht. Oder wenn man das generell vergleicht mit Espresso, der ist relativ hell, ganz mild. Ja, das ist ein ganz weicher, zarter, lieber Espresso. Der brennt nicht, der hat nicht viel Stärke. Das ist also was Mildes. Ja, aber ich finde ihn ganz toll. Auch gerade für einen Vollautomaten ein toller Kaffee, so ein bisschen ein Kompromiss zwischen Kaffeecrema und Espresso. Das heißt, wer also zum Beispiel einen Vollautomaten hat und Espresso da gar nicht reintun will, weil er ihm zu kräftig schmeckt, ja,
Ich gehöre nicht zu denen. Ich fülle einen ich fülle einen Kaffeevollautomaten immer mit Espresso. Ja, aber wenn ihr den, wenn euch der Espresso schon zu stark ist und ihr nehmt lieber so Kaffeecrema gedrissen, ja, da halte ich im Vollautomaten eigentlich gar nichts von. Aber wenn ihr das so macht, ja, dann ist das eine Alternative, weil der ist ein Espresso, aber er ist ein weicher, zarter, leichter Espresso. Ja, der geht im Vollautomaten prima. Ja, kann ich empfehlen, ein guter Kaffee, ja, beim Günter Haese in Lübeck zu beziehen. Ja, eine wahrscheinlich kleine Rösterei, mir völlig unbekannt, auch bei Roastmarket nie gesehen und auch im Handel bisher nie gesehen. Obwohl wir ja hier in der Nähe von Köln wohnen, habe ich den noch in keinem Handel gesehen. Ja, ist aber absolut zu empfehlen. Also für mich 4 von 5 Sternen, was die Qualität anlangt. Haut mich nicht wirklich um. Ist aber ein milder Kaffee, gerade für Leute, die einen richtigen Espresso, also einen starken Espresso nicht wollen. Ja, das ist schon alles. Mir gibt's dazu einer Meinung nach auch nichts zu sagen. Ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.